Das ist absolut etwas Neues, dass einer eine Kriminalgeschichte ausgerechnet des Christentums schreibt. Ich würde gerne forschen, was der Deschner passiert ist, dass er einen solchen Hass auf die Kirche hat, dass er 10 Bände über das negative Christentum schreibt. Auch Deschner muss eigentlich wissen, dass wir das heute gar nicht mehr brauchen. Es muss ein eigentümliches Vergnügen sein, von Jahrhundert zu Jahrhundert im Blut der Menschheit zu schwimmen und Halleluja zu rufen. Es muss ein eigentümliches Vergnügen sein, fast 2 Jahrtausende hindurch zu lügen, zu fälschen, zu täuschen. Wo sonst noch gibt es diese atemverschlagende Mischung von Wolfsgeheul und Friedensschalmei, Weihnachtsbotschaft und Scheiterhaufen, von Heiligenlegende und Henkersgeschichte? Wo sonst dieses allumfassende Liebespalaver und den praktisch alles verschlingenden Hass? Wo sonst eine Religion, die aus Liebe tötet, aus Liebe foltert, aus Liebe raubt, erpresst, entehrt, verteufelt und verdammt? Das Ganze heißt nicht Geisteskrankheit, das Ganze heißt Christentum. Wenn ein Mensch den ganzen Tag nur Deschner liest, dann würde er auch ein wahnsinniges Bild von Kirche kriegen. Wenn ich nur das, wie Deschner es etwa macht, von Kriminalgeschichte spricht, dann nehme ich einen Aspekt heraus, aber nicht das Ganze. Ja, da muss man eben sagen, das ist eine einseitige Darstellung. Das macht mich, ehrlich gesagt, nicht unruhig. Das Ding heißt ja nicht Geschichte des Christentums, sondern heißt Kriminalgeschichte des Christentums. Aber es ist auch eine andere Geschichte. Es gibt auch eine Heilsgeschichte. Eine Kriminalgeschichte ist eine Kriminalgeschichte. Und es geht um die Auflistung der Verbrechen. Genau um das, was in den Kirchengeschichten ausgeklammert ist. Und genau um da einen Pfad in den Dschungel dieser Lügen und Halbwahrheiten zu schlagen, dafür ist der Karl-Heinz Deschner da. Man kann es sicherlich so machen, dass man unter einer bestimmten Perspektive eine Geschichte einer Institution betrachtet. Wenn man aber meint, die eigene Perspektive und diese einseitige Perspektive sei die absolute Wahrheit und nichts anderes könne gelten, dann grenzt das ja schon fast an einen Wahn. Wer ist eigentlich derjenige, der sich anmaßt, zu allem eine Antwort zu haben? Sicher nicht Karl-Heinz Deschner, der ein bescheidener Mensch ist und der in der Lage ist, mit seinen Grenzen zu leben. Er hat 60 Seiten in seiner Einleitung zur Kriminalgeschichte darüber geschrieben, dass er einseitig ist, wie alle anderen bisher veröffentlichten Historiker auch einseitig sind. Er lässt also niemand im Unklaren darüber und er will auch niemand manipulieren. Und ist kein Autor, der für blinde Rezipienten, für Gläubige schreibt. Es ist erstaunlich, dass man die Wissenschaftlichkeit für einen Satz in Anspruch nimmt, die das Christentum sei die brutalste und grausamste Religion gewesen und dass diese sich nachweisen. Das sind alles, das sind Worthülsen, die wissenschaftlich also von niemandem ernsthaft behauptet werden. Also das wäre mir ganz neu, dass man das wissenschaftlich nachweisen kann. Das halte ich für völlig unzulässig. Er schreibt Streitschriften. Er will sich anlegen. Ich würde vielmehr ihn bezeichnen als den Anwalt der Opfer, als den Verteidiger, wenn Sie so wollen, der Millionen Opfer, deren Namen aus dem Buch der Geschichte gelöscht worden sind, bewusst gelöscht worden sind, die
von der Siegerinkirche und von ihrer Siegergeschichte weggewischt worden sind. Und das ist seine Perspektive immer. Er ist bei der leidenden Kreatur. Und dass man da dann gelegentlich, also nicht mehr argumentieren will, sondern einfach in die Welt rausschreit, du Massenmörder, du Blutschlucker, das finde ich eine angemessene Reaktion. Ich erinnere mich sehr gut, als ich vor vielen Jahren zum ersten Mal den Titel überhaupt Kriminalgeschichte des Christentums auf dem ersten Band vor mir sah. Da ist mein Herz richtig erschrocken, dass jemand wirklich jetzt den Schleier wegziehen könnte. Sei unbenommen, nicht all denen, die also nun das, was angeblich unter dem Teppich ist, gerne wahrnehmen wollen, nicht unter dem Teppich nun hervorzukehren. Vielleicht aber nicht übersehen Sie dabei, wie schön der Teppich ist. Die hohe Kultur, die Europa, das Abendland, eigentlich heute alle christianisierten Völker hervorgebracht haben, sind ja ungeheure Werte. Wir säßen ja noch auf den Bäumen, wenn nicht die christlichen Klöster Schulen gegründet hätten. Die Analphabetenquoten in der Neuzeit waren in den katholisch regierten Ländern bis in die Gegenwart mit riesigem Abstand die höchsten. Also ich erinnere jetzt nicht nur an Kathedralbauten und sakrale Gestaltungen, die Musik, die Kunst. Oder wenn Sie einmal schauen, wie Kirche lehrt, etwa das Denken der Indianer zur Natur, dieses Verhältnis zur Natur auch aufzunehmen. Wenn wir heute die Bewahrung der Schöpfung als ein ganz wesentliches Element, einen Auftrag an Christen ansehen. Da ist ungeheuer viel an auch sozialer Tätigkeit gewesen, die aber nur zu erklären ist, und das ist mir schon sehr wichtig, aus dem Glauben dieser Menschen heraus. Also ich denke zum Beispiel an einen Franziskus, der auch in einer Zeit, in der manche Hierarchen der Kirche vielleicht in einem Luxus lebten, der ihnen nicht zustand, dass er dahin geht und die Armut als das eigentliche Lebensprinzip bringt. Ich denke an Dominikus, ich denke an Ignatius von Loyola, wir können all die großen Leute aufzählen und wir müssen mal alle die im Gefolge dieser Großen sehen, Hunderttausender, ja Millionen von Menschen, die hingegangen sind und das für sich als das eigentliche Lebensprinzip erkannt und umgesetzt hat. Diese Geschichte der Heiligen, wenn ich es mal so sagen darf, gehört zur Geschichte der Kirche. Sie wegzulassen, bedeutet einfach, die Unwahrheit zu sagen. Zum Verbrechen gehört auch die Verkleisterung. Zum Verbrechen gehört auch die Falschaussage. Zum Verbrechen gehört auch das Alibi. Das falsche Alibi. Und insofern, denke ich, ist die Kriminalgeschichte des Christentums voll von sowohl den scheußlichsten Taten, die man sich überhaupt denken kann, als auch von Figuren wie Franz von Assisi. Franz von Assisi, der das Kreuz trägt, unter dem millionenfach Verbrechen begangen worden sind.